Hallöchen, ich bin Panda, eine freiberufliche Illustratorin mit Fokus auf Character Design. Diese fertige ich für Kunden an, damit die Designs als OCs, also Original Characters, oder VTuber-Avatare genutzt werden können. Heute möchte ich euch einige Tipps und Tricks für Clip Studio Paint zeigen, um genau solche Character Designs einfacher zu erstellen. Als allererstes fangen wir mit der Base an. Dieses wird durch die 3D-Models aus Clip Studio Paint deutlich vereinfacht, da wir einfach dieses Model direkt auf unsere Canvas ziehen können und so positionieren können, dass es für unsere Base passt. Ich habe mein 3D-Model direkt aus dem Clip Studio Asset Store geladen. Jedoch kann man in den Einstellungen auch ganz einfach die Proportion anpassen, damit dieses besser für euren Charakter passt. Das nächste nützliche Tool, das ich gerne für Character Designs benutze, ist das Symmetry Tool. Das könnt ihr ganz einfach bei euren Rulern finden, unter dem Symmetrical Ruler. Mit diesem Tool ziehen wir einfach ganz simpel eine vertikale Linie über unsere Canvas und können nun gespiegelt zeichnen. Das eignet sich sehr gut, wenn man symmetrische Details im Design hat. Ich persönlich habe den Ruler gerne auf einem separaten Layer und stelle diesen auf Show in All Layers. Dieses sorgt dafür, dass auf allen Layern, auf denen wir zeichnen, der Ruler aktiviert ist. Jetzt können wir den Ruler simpel an- und ausschalten, indem wir den Layer verstecken oder zeigen. Jetzt können wir einfach mit diesen beiden Tools ganz fix unsere Base erstellen. Während ihr gerade im Hintergrund die Timelapse seht, möchte ich gerne etwas über die Themenfindung sprechen bei Character Designs. Für das Design, das ihr heute seht, wären meine Themen ein Fuchs und der Winter. Ich fand dieses sehr passend zu unserer Jahreszeit. Ich fange immer gerne an, mir online ein paar Referenzen und Bilder zum Thema herauszusuchen, um so auf weitere Ideensprünge zu kommen. Zum Winterthema habe ich zum Beispiel viele Schleifen und kleine Glocken gesehen. Ganz klassisch habe ich mich dazu dann noch entschieden, Schneeflocken in meine Themenfindung mit aufzunehmen. Hier seht ihr jetzt auch schon meine fertige Skizze. Wie ihr sehen könnt, habe ich an verschiedenen Stellen die Themen eingebaut und die Details wiederholt. Details mehrfach in einem Design zu wiederholen, sorgt schnell dafür, dass alles mehr zusammengehört. Zum Beispiel seht ihr bei ihr die Glöckchen an ihrem Hals, den Socken und den Schuh und die Schneeflocken an ihrem Mantel, ihrem Schweif und an ihrer großen Schleife. Ich lege gerne mit Schwarz-Weiß die Kontraste fest, bevor ich diese später in Farben ändere. Dieses hilft mir persönlich einfach, genug Unterschiede in den Kontrasten festzulegen, bevor ich mich in den Farben verliere. Für ihre Farbwahl habe ich mich zu einer pink-blauen Farbpalette hingezogen gefühlt, da ich diese Farben zusammen sehr harmonisch finde. Falls ihr Probleme mit eurer Farbwahl habt und nichts Harmonisches findet, empfehle ich auch immer online nach Farbpaletten bzw. Color Palette zu schauen. Diese bieten sehr oft eine schöne Grundlage, auf der man aufbauen kann. Wenn ich mit meinen Farben zufrieden bin, benutze ich gerne ein Correction Layer, um die Farben noch etwas anzupassen. Dafür erstellt ihr einen neuen Layer und drückt Rechtsklick oder haltet am iPad einfach den Layer gedrückt und geht dann auf New Correction Layer. Hier haben wir jetzt viel Auswahl. Persönlich fange ich immer gerne mit einer Gradient Map an und suche mir eine aus, die passend zu den Farben ist, die ich bereits im Design habe. In unserem Fall eine pinke. Wir klicken dann einfach auf OK und können nun mit den Layer-Effekten etwas herumspielen. Persönlich finde ich Overlay jedoch immer sehr passend. Jetzt schieben wir die Opacity noch etwas herunter, bis alles stimmig aussieht. Mit dem Correction Layer können wir ganz einfach schauen, wie das Ganze vorher aussieht und jetzt. Und nun sind wir auch schon beim Line Art angekommen. Auch hier habe ich einen kleinen Tipp für euch, wie Clip Studio Paint eure Line Arts ganz simpel vereinfachen kann. Falls ihr kleine Details habt, wie Perlen, Ketten, Schnürsenkel und so weiter, gibt es einen kleinen Trick, wie man das Ganze schneller erstellen kann. Neben Brushes natürlich. Dafür erstellt ihr ein extra Layer über eurem Line Art, klickt auf Layer Properties und auf Border Effect. Die Farbe vom Border-Effekt stellt ihr auf Schwarz und stellt die Breite etwas herunter. Jetzt nehmt ihr ein Brush ohne Texturen und pures Weiß, um zu zeichnen. Damit können wir jetzt Details zeichnen, ohne das Ganze selber outlinen zu müssen. Sobald wir damit fertig sind, mergen wir beide Layer zusammen. Damit wir aber auch das Ganze als Lineart benutzen können, muss die weiße Farbe erstmal transparent gemacht werden. Dafür gehen wir auf Edit und Convert Brightness to Opacity. Damit ist die ganze weiße Farbe nun transparent und nur die schwarzen Outlines bleiben. Dies ist auch ein guter Trick, falls man aus Versehen nur die PNG von einem Lineart hat.
Nachdem wir mit dem Line-Art und fertig sind, kommen die Farben. Hierfür erstelle ich einen grauen Layer. Dieser wird verwendet, damit wir die anderen Farblayer darauf klippen können und nicht über unser Line-Art malen. Für jede Farbe erstelle ich einen eigenen Layer, den ich auf das Grau klippe. Danach baue ich gerne mit ein paar Brushes Details ein. Hierfür habe ich aus dem Asset Store schon ganz viele Brushes heruntergeladen, die sich sehr gut machen für Outfits. Der Asset Store ist einer meiner persönlich größten Pluspunkte im Clip Studio Paint, da man hier viele kostenlose Brushes finden kann und sogar eigene hochladen kann. Dieses erleichtert das Zeichnen ungemein. Ich habe für dieses Design mehr Spitze benutzt, weil ich es persönlich ganz süß fand. Das waren meine Tipps und Tricks für Character Designs. Ich hoffe, ich konnte euch damit einige Features in Clip Studio Paint näherbringen und wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Clip Studio Paint.